Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Laura May. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Morgen geht es für den FSV Frankfurt zum wichtigen Auswärtsspiel nach Pirmasens. Auch der Verein aus der Pfalz hat vor der Saison einen anderen Tabellenplatz erwartet. Punktgleich, aber mit einer schlechteren Tordifferenz, stehen die Mannen von Trainer Kevin Stotz nur einen Tabellenplatz hinter dem FSV Frankfurt. Abstiegskampf pur, in dem die Schwarz-Blauen morgen drei wichtige Zähler mit nach Hause nehmen wollen. Schiedsrichter der Partie ist Arian Besiri mit seinen Assistenten Mario Schmidt und Dr. Marc Schiri. Funkstätter, die Biermacher. Auch dieses Wochenende ist unser Nachwuchsleistungszentrum wieder im Einsatz. Am Sonntag um 12 Uhr spielt die U19 des FSV Frankfurt zu Hause gegen den KSV Baunatal. Nur eine Stunde früher um 11 Uhr steht auch für die U17 das nächste Spiel an. In der B-Junioren-Bundesliga treffen die Schwarz-Blauen am Bornheimer Hang auf den ersten FSV Mainz 05. Die U16 des FSV muss hingegen auswärts ran. Die Mannschaft von Kevin Kühn reist am Sonntag zum SVW in Wiesbaden. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr. Für die U13 steht am Sonntag um 13.30 Uhr ein Freundschaftsspiel beim FC Speyer auf dem Programm. Wie immer wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche um 18.99 Uhr.